Und da wären wir auch schon wieder. Auf zur nächsten Mission. Das wäre Nummer 3. Rescue. Beschaffe die fehlerhafte CAT-Einheit von den Genestealern. Dies wird keine einfache Aufgabe sein. Ah, okay. Normal. Warum? Ah ja, okay. Our assault cuts deeper into the Hulk, but one of our cyber-altered task units has been lost in the zone beyond our perimeter. We must have the information it carries, for failure in this will bring ruin to all. Sergeant of the squad, accept your orders. Two squads are at your command. You will deploy all Terminators here. Scans have detected Genestealer presence in these areas. You must retrieve the faulty CAT. The enemy seem to know what we intend. They approach. Und wo ist das faulty CAT? Irgendwo. Das ist doch mal interessant, weil allgemein ist es ein bisschen komisch, dass man von allen Gängen die Pläne hat. Es wäre interessanter, wenn man erst nach und nach die Gänge sozusagen aufdecken würde. Aber ja, wenigstens das CAT können wir jetzt hier auf der Karte nicht sehen. Das heißt, wir müssen wirklich danach suchen, während wir uns den Rücken frei halten. Aber ja, das sieht doch sehr machbar aus. Einer dahin, der nach unten, der nach links. Damit müsste das hier gesichert sein. Der Rest läuft weiter. Hier ähnlich. Einer wird hier hinten stehen, nach da stecken. Einer wird hier stehen, nach da decken. Einer wird da stehen, nach da decken. Einer nach da, nach da. Hier, einer nach da, einer nach da. Ja, ist alles einigermaßen gut zu sichern. Dann müssen wir nur gucken, wo das CAT ist. Nicht, dass das irgendwo hier hinten in der Ecke hockt. Und dann müssen wir wieder raus. Aber wo müssen wir raus? Achso, das sind die hellblauen Dinger da unten, ne? Da oben ist kein Ausgang. Ja, okay, könnte interessant werden. Vor allem, weil wir jetzt zwei Einheiten haben. Das wird gleich wesentlich mehr Management. Aber ja, schauen wir mal. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder endlose Ladezeit. Wusstest du, dass der Blood Angel Primarch Sangionius ist und Flügel hat? Ja, das weiß ich. Ich habe gerade das Buch gelesen. Und ich kenne auch sein dunkles Geheimnis und das seines Ordens. Aber ich spoiler nichts, auch wenn die meisten Warhammer-Fans das wahrscheinlich eh wissen. Oh, das ging ja schnell. Okay. Squad Lorenzo. Wir haben den Sergeant. Wir haben Flammenwerfer. Oh, das macht das Ganze doch hier wesentlich entspannter. Oh ja, gucken wir uns immer noch Ruhe um. Hier ist der Ausgang später. Achso, Lorenzo kann nur hier oben rein. Und Gideon kann nur da unten. Der hat den Hammertypen, der hat die Assault Cannon, Chainfist, zwei Stormbolter. Okay. Ich glaube, ich schicke den Flammenwerfer mal nach vorne. Dann geht er recht schnell hier hin und brennt den Gang erstmal zu, damit nichts von da kommen kann. Und wir in Ruhe uns hier aufstellen können. Dahinter kommt ein Stormbolter, der nach hier runter guckt. Dann kommt hier ein Stormbolter, der hier durchläuft, sich hier hinstellt und nach da guckt. Bist du die faulty CAT-Unit? Dich haben wir auf dem Ladebildschirm gesehen. Aber na gut. Genau, du noch dahin. Und der Sergeant. Kann mal auch dahin. Weil der Gang hier wird hier eh vom Flammenwerfer kurz blockiert sein. Der kann eigentlich da hinten stehen bleiben, fällt mir gerade so auf. Ja, könnte er. Also Flammenwerfer läuft vor, blockiert das hier. Er geht hier hinten einfach in ein, zwei Runden Overwatch. Deckt das ab. Oh, warte mal, dann musst du dahin. Können wir euch umtauschen? Ja,
Ja, so ist auch okay. Also Flamme verläuft vor, brennt das weg. Der Stormbolter läuft hinterher, stellt sich hier hin und guckt nach oben. Der eine Stormbolter läuft durch, der andere bleibt hier stehen, guckt nach unten. Ja, okay. Lorenzo wäre soweit erstmal fertig. Gideon. Wer läuft vor? Also den Hammertypen mag ich nur bedingt. Ihm könnten wir uns Zeit erkaufen. Ich glaube, ich schicke den Soul Cannon-Typen hier hin, mache die Tür auf und deckt einfach durchgehend den Bereich ab. Dann brauchen wir noch einen zweiten, der ihm hilft. Der stellt sich hinter ihn. Also er läuft hier rum, der läuft da rum und deckt dann später den Gang hier. Der Changes-Typ kommt hier, läuft einfach nach vorne, hilft hier vorne mit aus. Und er hier kann nach da decken. Oh, warte, man muss weiter nach hinten. Hammertyp kommt. Du da, du da. Also er läuft vor, er läuft vor, er bleibt hier stehen, deckt nach da. Er läuft dahin, deckt nach da. Der läuft rum und guckt, was er machen kann. Ja, ich glaube, damit wäre das Deployment fertig. Und wir gucken mal. Deploy. Box received, Commander. Mhm. So. Flammenwerfer. Oh, wir haben schon richtig viele Command Points. Das ist schön. Du lauf mal dahin. Torkel, Torkel. Du läufst hinterher. Du bist der Sergeant. Du wolltest dahin und später nach unten decken. Ach, er hat die Cat Unit schon dabei. Okay, das habe ich so falsch gelesen dann wahrscheinlich. Das heißt, der Typ muss einfach nur hier rumlaufen, da unten und fertig. Okay. Du. Stell dich mal dahin. Wo läufst du lang? Eine gute Frage. Also ob er jetzt oben rumläuft oder unten rum. Unten sind zwei Eingänge, oben sind drei. Na komm, lauf mal dahin. Und ich denke mal, selbst wenn er sterben sollte, müsste die Cat Unit immer noch dabei sein. Aber du kannst dich auch vorhin stellen, es ist noch keine Blips auf der Karte. So. Squad Lorenzo ist fertig. Squad Gideon. Du wolltest dich dahin stellen? Genau, Tür aufmachen. Du da hinten bleibst die ganze Zeit über eigentlich genau da stehen, wo du jetzt bist. Aber wo vielleicht noch weiter nach hinten. So. Das heißt, der Typ mit der Cat wird dann den Ausgang hier nehmen, weil der Ausgang blockiert ist, damit er das hier sichern kann. So, du musst durchhuschen. Du musst durchhuschen. Und du... könntest dich da hinstellen und nach hinten gucken, um das Ganze noch ein bisschen mitzusichern, theoretisch, aber weiß ich nicht. Müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Also wenn hier gleich drei Blips rauskommen mit jeweils drei Jeans-Dealern und der ganze Gang ist voll, dann bleibt er stehen. Ansonsten versuchen wir mit denen hier alles zu sichern. Wer hat noch Punkte über? Du. Ja, geh mal Overwatch. Und wir haben richtig viele Command Points. Gehen wir mit ihm auch nochmal in Overwatch. Nur für den Fall, dass die in einem Zug rauskommen und sich bewegen und angreifen können. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay, es klappt eh nicht. Also unsere Jungs müssten sicher sein. Endturn. Ein Blip. Noch ein Blip. Und ein CP. Nö. Das ist doch schon besser. Also du... blockierst gleich mal den Eingang. So, ein Command Point weg. Das sind ein paar.
Hallo. Ich hab da was. Swoosh. Swoosh. Hallo? Swoosh. So. Oh oh. Der vor dir steht noch. Hau mal drauf. Tonk. War das nicht geplant? Eigentlich müsste er nächste Runde, wenn er dran ist, im Feuer verbrennen. Wenn ich jetzt angreife, könnte meiner verletzt werden, richtig? Ich glaube schon. Also lassen wir es einmal mit dem Angreifen und hoffen, dass er instant stirbt. So, du gehst schon mal hinterher. Du musst eigentlich nach unten gucken. Also eigentlich musst du beides machen. Du musst den Gang hier sichern. Also er läuft jetzt nachher weiter. Der Stormbolter guckt nach oben. Der Sergeant guckt nach da und guckt nach da. Je nachdem, wo gerade mehr kommen. Ja, ja. Cutmensch. Du bist der Cutmensch, richtig? Ja. Du gehst dahin. Du musst eigentlich auch hinterher. Und dich später hier hinstellen und nach da gucken. Ja, der macht mir ein bisschen Sorgen da. Aber okay. Ihr hier unten. Du gehst wieder in Overwatch. Du gehst in Overwatch. Du gehst vor. Du gehst dahin. Du. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, er bleibt doch hier. Weil es sind hier drei Eingänge und nicht besonders viel Weg. Außerdem muss der eine ganze Runde verbrauchen, um nachzuladen quasi. Ja, du gehst mal auf Guard. Ein Punkt haben wir noch über, der ist für eventuelle Ladehemmung, auch wenn keiner schießen wird, der Ladehemmung haben kann. Er hier könnte höchstens explodieren. Was ich immer noch sehr irritierend finde. Ja, Intern. Ich hoffe, der obere verbrennt jetzt. Sofort. Nein. Na. Dover Jeans-Dealer. Ja, wir haben gelernt, Jeanstealer kriegen nur Schaden, wenn sie am Ende ihrer Runde im Feuer sind. Wenn sie also das Feuer überleben, macht es ihnen nichts aus in der nächsten Runde, wenn sie rausgehen können. Das ist jetzt übel. Wir haben zwei Leute verloren. Ja, also du musst weg. Du musst rückwärts laufen und in Overwatch gehen. Du schießt den da zur Klump und gehst dann auch in Overwatch. Du schießt den da zur Klump und gehst auch in Overwatch. Alter. Du. Overwatch. Nicht schön. Und hier ist es totenstill. Hier haben wir eine totale Killzone geschaffen, wo kein Gegner kommt. Naja, na gut. Du dahin. Du dahin. Der Hammertyp hat noch Punkte über. Wir könnten den Hammertypen auch noch hier hinschicken. Weil ich weiß nicht, wie viel das bringt. Der könnte irgendwo einen Gang blockieren für ein, zwei Runden, bis er dann auch stirbt. Ja, komm. So,